ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe. Ja, Sie haben richtig gehört, das wird eine Serie und heute hier ist Folge 1 und ich werde das Thema Stress- und Belastungssituation aufgreifen. Ich finde derzeit in der aktuellen Situation und Lage mit dem Lockdown und der Pandemie ist so mein subjektives Empfinden, auch in mir selber, das Gefühl da, dass die Grundanspannung immer mehr ansteigt und höher wird und meine Frustrationstoleranz immer geringer wird. Ja, haben Sie auch das Gefühl, dass Erholungszeiten wie zum Beispiel das Wochenende nicht mehr ausreichen, um für die Woche fit sein zu können? Finden vielleicht auch bei Ihnen körperliche Erscheinungen statt, besonders gerade in stressigen Situationen oder in Phasen, wo der Stress langanhaltend ist, wie zum Beispiel Herzrasen, Schweißausbruch oder aber auch Schwindel? Ja, dann sind Sie hier in meinem Video Gold richtig, denn ich möchte Ihnen ein Wissen kompakt anbieten zum Thema Stresstheorien und Belastungssituation. Ich glaube und ich werde mit dem ersten Video anfangen, zunächst einmal aufzuklären, was Stress für uns eigentlich bedeutet und wie Stress im menschlichen Körper seine Auswirkungen hat und wofür Stress eigentlich nützlich ist. Im weiteren Verlauf wird sich dann Folge für Folge das Thema aufbauen und ich werde natürlich dazu auch übergehen, zu gucken, was kann ich für mich konkret präventiv umsetzen, um eben halt eine Chronifizierung, also ein Daueralarm, Dauerstress auch zu reduzieren. Aber da sind wir noch nicht, also starten wir zunächst einmal mit der Aufklärung zum Thema Stress und viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß mit meiner anschließenden Präsentation. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Herzlich willkommen zurück zu meiner Folge 1 zum Thema Stress- und Belastungsreaktion. Ja, womit beschäftigt sich Folge 1? Da möchte ich Ihnen gern zunächst einmal einen kurzen Überblick geben. Also ich werde Ihnen zunächst einmal verbreitete Mythen zum Thema Stress formulieren. Was kursieren so für Halbwahrheiten zum Thema Stress herum? Und dann werde ich Ihnen Definitionen zum Thema Stress mitteilen, sowie die Funktion und die Biologie in unserem Körper, was passiert, wenn wir Stress erleben, welche Hormone werden ausgeschüttet. Ja, warum ist mir das so wichtig, dass Sie darüber zunächst einmal Kenntnis haben? Nur wenn man weiß, wie Stress funktioniert und wofür eigentlich diese Stressreaktion da ist, dann kann man auch lernen daraus, wie gehe ich damit um und was kann ich für mich tun, um eben halt auch präventiv wirksam sein zu können. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, durch die Pandemie und durch die erhöhte Grundanspannung passiert eine Menge in unserem Körper. Wir erleben auch einiges, aber auch psychisch ist eine Menge los und das möchte ich gerne zunächst einmal für Sie erklärbar machen. Ja, die Grundlage meiner Folgen wird sein, das sind unterschiedliche Stresstheoretiker, einmal Hans Seyl, denn Richard Lazarus und Cannon werde ich mit einbeziehen, so dass eben halt auch diese Vortragsreihe eine gewisse Gültigkeit bekommt. Ja, was sind so die häufigsten Mythen zum Thema Stress? Stress ist grundsätzlich schädlich. Ja, das ist ein Mythos, denn Stress kann auch sehr positive Eigenschaften haben, die uns zu etwas motivieren sollen, zum Beispiel, ne, was unsere Motivation steigert, oder wenn wir eine Situation als besonders herausfordernd erleben und machbar erleben, dann spornt uns das sogar noch an und ist auf keinen Fall schädlich. Ja, oder wenn wir zum Beispiel in einen Freizeitpark gehen und uns bewusst in eine Achterbahn setzen, dann empfinden manche Menschen dies als Glücksmoment und als Rauschmoment, als Flow-Moment in so einer Achterbahn zu sitzen und sich durch die Gegend schaukeln zu lassen. Ja, Stress trifft jeden Menschen im gleichen Ausmaß. Das ist auch ein Mythos, denn Stress ist sehr individuell. Denn jeder Mensch erlebt seine Situation oder jeder Mensch erlebt eine Situation anders. Denn Wahrnehmung ist subjektiv, denn jeder nimmt anders wahr. Ne? Zwei Personen in der gleichen Situation können die Situation unterschiedlich bewerten und auch entsprechend wahrnehmen. Somit kann Stress
auch ja, sehr unterschiedliche Ausmaße denn entwickeln und haben. Stress entwickelt sich überwiegend im Berufsalltag, ist auch ein Mythos, denn der häufigste Stress, den wir erleben, passiert in uns selbst, durch uns selbst und weniger durch Rahmenbedingungen. Denn unser Anspruch, Ehrgeiz, unsere Haltung und unsere Motivation oder aber auch fehlende Fehlerfreundlichkeit sind so Eigenschaften, die in uns sind, die eben halt eine Situation deutlich anspannen lassen. Chronischer Stress, also Dauerstress, entsteht überwiegend durch äußere Reize. Also hier differenziert man schon mal, können Sie sehen, es gibt innere Reize, ne, durch Bewertungssituation, Charaktereigenschaften, Ehrgeiz und so weiter, und äußere Reize, die eben halt Rahmenbedingungen zum Beispiel entsprechen, wie Zeit oder eben halt Material oder sonstige Rahmenbedingungen. Da werde ich aber im späteren Verlauf noch näher drauf eingehen. Stress ist die direkte Ursache von Burnout. Burnout hat unterschiedliche Ursachen. Burnout ist auch nicht plötzlich von heute auf morgen durch ein Stressereignis passiert das, sondern Burnout bezieht sich auf eine Entwicklungslinie, die über einen Zeitraum letztendlich sich entwickeln kann. Ja, das zu den unterschiedlichen Mythen zum Thema Stress. Kommen wir nun zur Definition von Stress. Ja, hier möchte ich mich nun auf Hans Seil beziehen. Hans Seil beschreibt Stress durch Gefahrenreize, provozierte, unspezifische physische und psychische Reaktion. Ja, was heißt das nun? Das heißt, zunächst einmal erleben wir einen Gefahrenreiz, was auch immer das sein mag. Es kann sehr unterschiedlich sein. Und dieser Gefahrenreiz, dieser Stressor, provoziert in unserem Körper und in unserer Psyche eine Reaktion. Das heißt, wir sollen reagieren. Wir sollen nicht groß denken, sondern wir sollen reagieren und agieren. Das heißt, Gefahrenreize provozieren auch unwillkürlich, finden automatisch in unserem Körper Abläufe statt und wir können es kaum eben halt auch verhindern. Denn Stress ist eine Schutzfunktion unseres menschlichen Körpers und urinstinktiv fest in uns verankert. Hier zum Beispiel hat Cannon gesagt, es gibt zwei Reaktionen, die wir umsetzen können in einer akuten potenziellen Gefahrenreaktion. Entweder kämpfen, fight, oder flüchten, or-flight-Syndrom. Cannon hat Stress im Tierreich intensiv untersucht und einen Bezug zu unserem menschlichen Dasein hergestellt und festgestellt, dass wir auch diese beiden Reaktionen, diesen Urinstinkt in uns tief und fest verankert haben. Ja, was ist die Zielsetzung und Funktion der Stressreaktion bei uns im menschlichen Körper? Ja, Gefahrenreize aktivieren unter Umgehung des Großhirns direkt das Stammhirn. Ja, hier muss man überlegen, das Großhirn ist fürs analytische, rationale Denken größtenteils zuständig. Und im Stammhirn stecken unsere Urfunktionen des menschlichen Daseins drin. Wie zum Beispiel Wachsein, Schlafen, Atmen, Wärmeregulation zum Beispiel. Also unterschiedliche Mechanismen sind fest verankert in unserem Stammhirn. Unser Stammhirn mit dem limbischen System ist auch der älteste Teil des Gehirns. Das Großhirn ist entwicklungsbiologisch dazugekommen und hat sich immer weiter entwickelt. Ja, das Großhirn fürs analytische Denken und das Stammhirn letztendlich für die Urfunktion des menschlichen Daseins sind hier zu differenzieren und auch wichtig. Das heißt, Gefahrenreize aktivieren mit der Umgehung des Großhirns direkt das Stammhirn. Hierzu ist das Hormon Serotonin sehr sinnvoll. Denn Serotonin soll uns in einer akuten Gefahrensituation das Großhirn dämpfen, das Stammhirn wird zunächst aktiv und sorgt dafür, dass weitere Hormone letztendlich freigesetzt werden. Durch diese Reaktion
wird eine schematische, ungezielte Alarmreaktion ausgelöst. Das heißt, es findet eine Abfolge statt, die uns schützen soll, mit dem Ziel, zwei Reaktionen, die tief und fest in uns verankert sind, auszulösen, nämlich kämpfen oder flüchten. Ja, nun haben wir schon die Hormone soweit benannt und ich möchte Ihnen gerne einmal die wichtigsten Hormone in einer Stressreaktionskette aufzeigen. Ja, wie folgt die Stressreaktionskette? In der Stressreaktionskette differenziert man die sogenannte Schockphase oder Alarmphase. Hier trifft ein Reiz auf unsere Sinnesmodalitäten, wir bewerten den Reiz und hier wird eine Schockphase ausgelöst. Im Anschluss folgt dann der sogenannte Widerstand, wo wir uns dann entscheiden müssen. Nehmen wir die Beine in die Hand und laufen oder gehen wir in die Kampfposition und versuchen eben halt die Situation durch Aggression entsprechend auch abzuwenden. Nach der Widerstandsphase folgt dann die sogenannte Erholungsphase oder es tritt eine Erschöpfungsphase ein. Ja, welche Hormone spielen bei Stress eine Rolle? Ich habe Ihnen ein Hormon schon genannt, das Serotonin. Das Serotonin sorgt dafür, dass das Großhirn zunächst gelähmt wird, lahmgelegt wird. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich bin im Urwald und vor mir steht ein Tiger. Wenn mein Großhirn jetzt nicht deaktiviert wird, sondern aktiv bleibt, werde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, wie ich aus der Situation rauskomme. Nehme ich die rechte Palme oder nehme ich die linke Palme? Ducke ich mich und krieche langsam zurück? Ja, wenn diese Denkprozesse stattgefunden haben, was passiert dann? Sie können es sich schon denken. Der Tiger wird mich fressen. Also muss hier etwas passieren, dass mein analytisches, verlangsamtes Denken ausgestellt wird. Denn wir sollen aktiv werden. Wir sollen handeln. Und dafür ist letztendlich das Serotonin zuständig, das bei Gefahrenreiz das Großhirn zunächst einmal gedämpft wird. Ja, dann wird das Stammhirn aktiv und es wird in der Nebennierenrinde Katecholamine werden ausgeschüttet. Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin und so weiter. Ja, wofür sind diese Hormone zuständig? Jetzt muss man sich überlegen, was brauchen wir eigentlich in so einer Gefahrensituation, um in den Widerstand gehen zu können? Ja, wir brauchen unser Kernkraftwerk des menschlichen Körpers. Wir brauchen unsere Muskulatur. Denn Kämpfen und Flüchten sind beides Aktionen, die sehr anspruchsvoll sind und sehr viel Energie verbrauchen. Also muss unser Kernkraftwerk, die Muskulatur, ausreichend versorgt werden. Mit Sauerstoff und mit Blut. Und die Katecholamine sorgen dafür, dass unser Blutdruck steigt. Wir hyperton werden. Dass unser Herz schneller schlägt. Wir tachykard werden, also einen beschleunigten Herzschlag bekommen. Und die Katecholamine sorgen auch dafür, dass unsere Atmung schneller geht. Wir tachypnoisch werden. Unsere Atemwege weit werden, um genug Sauerstoff auch aufnehmen zu können. Denn Sauerstoff und eine gute Durchblutung der Muskulatur ist zwingend erforderlich, um diese Zielsetzung kämpfen oder flüchten auch umsetzen zu können. Nun braucht aber unsere Muskulatur noch ein bisschen mehr. Denn wir brauchen auch Glucose, Kohlenhydrate in unserem Kernkraftwerk, damit die Muskulatur auch vernünftig arbeiten kann. So kommt ein weiteres Hormon zustande, nämlich das Cortisol. Denn das Cortisol sorgt dafür, dass wir vermehrt Zuckerreserven aus der Leber freisetzen können. Ich kann ja nicht sagen, Tiger, bleib mal kurz stehen. Ich muss in ein Restaurant oder zu McDonald's, um mir einen Burger zu kaufen, damit ich genügend Energie habe, um eben halt die Gefahrensituation abwettern zu können. Das heißt, in unserem menschlichen Körper existiert die wunderbare Möglichkeit, dass in der Leber Zuckerreserven gespeichert werden, die durch das Cortisol entsprechend ausgelöst werden, sodass unser Kernkraftwerk Muskulatur
entsprechend Energie hat, um eben halt besser kämpfen oder flüchten zu können. Somit hat unsere Stressreaktion ein Ziel, nämlich es soll uns aktivieren, uns in Alarmbereitschaft bringen und durch die Widerstandsphase auch eine Schutzfunktion darstellen. Schutz davor, eben halt vor schädlichen Folgen oder durch Angriffe und so weiter. Das heißt, im Allgemeinen muss man sagen, ist Stress eigentlich eine wunderbare Sache. Denn sie schützt uns. Und früher war Stress sogar überlebensnotwendig. Heutzutage sieht das aber ein bisschen anders aus. Wir werden oft nicht von einem Tiger angefallen oder befinden uns im Urwald und sind solchen Gefahren ausgesetzt. Da wir immer wahrnehmen und immer bewerten, kann das durchaus sein, dass wir viele Situationen auch eben halt als Gefahrensituation erleben. Wenn wir uns in Situationen befinden, die wir als nicht machbar erleben oder wo wir uns hilflos empfinden, dann macht das schon ein unschönes Gefühl und kann durchaus Stress auslösen. Ja, das Thema Stress ist ein wunderbares Thema und wenn man sich darüber Gedanken macht, was da so alles passiert im Körper, ist es auch sehr spannend. Jetzt machen Sie sich mal Gedanken, was wäre, wenn dieser Stress ein Daueralarm wird und diese Hormone permanent und ständig ausgeschüttet werden. Die Dosis macht's. Wenn die Stressgefahrensituation abgewettert ist und wir uns dann in die Erholung begeben, dann gehen die Hormone auch auf ein physiologisches Niveau zurück. Wenn aber die Gefahrensituation sich als Daueralarm entwickelt, dann bleiben auch die Hormone. Was kann da bloß alles passieren? Mehr dazu in Folge 2. Ich hoffe, Ihnen hat Folge 1 zum Thema Stress- und Belastungssituation gefallen und haben genügend Aufklärung zur Thematik Stress und wie sich Stress im menschlichen Körper verhält, gewonnen. Verpassen Sie aber nicht mein Video Nummer 2. In meinem Video Nummer 2 werde ich Ihnen alles darüber berichten, welche stressauslösenden Faktoren gibt es und welche Stressformen gibt es. Also bleiben Sie dran, um im Anschluss nach den gesamten Videos ein Rundumwissen zum Thema Stress zu erhalten.